Cardano ist in den letzten Tagen und Wochen wieder kräftig gestiegen und immer dann, wenn der Markt besonders gut läuft, kommen die ersten Krypto-Analysten auf den Plan und reichen hier exorbitante Kursziele. Wir haben das bereits bei IOTA gesehen und jetzt auch bei Cardano wieder. Also ein Krypto-Analyst sieht ja eine Ver-500-fachung für den Ida-Coin bis Ende 2022. Also er sieht da ein Kursziel von $20 für den Ida-Kurs. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das realistisch? Und genau das schauen wir uns jetzt im aktuellen Video gleich an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Also ihr könnt nach wie vor an diesem Incentivize Testnet von Cardano teilnehmen, aber nur dann, wenn ihr eure ADA Coins zum Stichtag 29. November 2019 in der Dedalus Wallet oder in der Yoroi Wallet gehalten habt. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass ihr da noch mitmachen könnt. Und im Staking Netz, in diesem Testnetz, könnt ihr momentan so Renditen von 5-6% pro Jahr erzielen, also 0,5% pro Monat. Also das ist das, was ich von meinem Account her gesehen habe. Also es rechnet sich schon noch, aber ihr müsst da, wie gesagt, eure Coins in der Dedalus oder Yoroi Wallet gehalten haben. Und diesen Umstand nutzen jetzt offenbar viele Betrüger und versuchen, die Cardano-Anleger über den Tisch zu ziehen, indem sie sagen, hey, schaut her, wenn ihr eure Coins an diese Adresse schickt oder an diese Website, dann könnt ihr noch mitmachen, auch wenn ihr eure Coins an der Kryptobörse gehalten habt. Also das ist ein Betrugsversuch, das ist Fake, macht das nicht, sondern ihr könnt wirklich nur noch teilnehmen, leider, wenn ihr eure Coins zu diesem Stichtag in der Dedalus oder Yoroi Wallet gehalten habt und ladet euch auf jeden Fall die Software von der original Cardano Webseite herunter und nicht von irgendwelchen anderen dubiosen Webseiten. Ich habe das auch schon im letzten Crypto Report geschrieben und die Anleger davor gewarnt. Also wenn ihr solche Updates nicht mehr verpassen wollt, dann meldet euch einfach an unter crypto-report.de, denn unser Crypto Report ist natürlich absolut kostenlos. Kommen wir zurück zu unserem Hauptthema. Also der Cardano-Kurs ist ja zuletzt gewaltig gestiegen. Hintergrund war meiner Meinung nach auch die Ankündigung bzw. Partnerschaft mit PricewaterhouseCoopers, also dieser Unternehmensberatung, die Cardano künftig dabei helfen soll, eine Produktstrategie zu entwickeln, um einfach die Kommerzialisierung von Cardano weiter voranzutreiben. Und nicht zuletzt dadurch ist der Cardano-Kurs allein im Januar jetzt um über 60% nach oben geschossen. Und wie sich die aktuelle Situation jetzt darstellt, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm näher. So, wir sehen hier den Cardano-Chart in US-Dollar bzw. Tether. Die Preisdaten kommen von der Kryptobörse Bittrex. Heute ist der Donnerstag, der 30. Januar Vormittag und wir sehen den Cardano-Kurs bei etwa 0,055 US-Dollar, nachdem wir in den letzten Wochen massiv gestiegen sind. Also wir haben hier Ende 2019 einen Boden bei etwa 0,003 US-Dollar ausgebildet. Das ist diese rote Linie hier unten und dann auch ziemlich schnell diesen 50-Tage-Durchschnitt, das ist diese blaue Linie, überwunden und jetzt auch diese 200-Tage-Linie, das ist diese rote Linie, überwinden können, nachdem diese Linie kurzfristig eine Hürde war. Aber jetzt hat es Cardano geschafft und ist deutlich über diese Linie hinaus gelaufen und jetzt deutet sich auch ein Golden Cross an, also wenn diese blaue Linie, diese rote Linie von unten nach oben schneidet, dann hätten wir ein sehr bullisches Signal, ähnlich wie im April 2019, als wir ebenfalls einen Golden Cross gesehen haben und dann ging es auch kräftig nach oben auf zeitweise über 0,10 US-Dollar. Das einzige nicht so positive ist jetzt, dass wir durch den starken Anstieg mittlerweile überkauft sind, also der relative Stärkeindex der RSI signalisiert hier eine deutlich überkaufte Situation, also alles was über 70 ist, ist überkauft und dass der RSI ganz gut funktioniert, sehen wir
aus dem April 2019, als wir eine ähnliche Situation gesehen haben. Damals war der RSI ebenfalls stark überkauft. Das war durch diesen massiven Anstieg auf 0,10 US-Dollar bedingt. Und anschließend haben wir eine deutliche, massive Korrektur von etwa 40% gesehen. Also Cardano ist da auf 0,06 US-Dollar zurückgelaufen. Also das kann uns natürlich jetzt ja wieder drohen, dass wir eine deutliche Korrektur sehen. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber noch deutet der MACD, dieser Trendfolgeindikator, der ein Bullish Crossover schon am 23., 24. Dezember geliefert hat, auf weiter steigende Kurse hin. Auch das On-Balance-Volumen hat hier diesen Abwärtstrend beenden können und steigt jetzt. Und das heißt, dass verstärkt Geld in Cardano hineinfließt, und zwar nicht nur von den Privatanlegern, sondern auch von den Großanlegern. Und das sehen wir hier an diesen grünen Kerzen hier unten. Noch besser sehen wir das auf dem Binance Daily Chart. Also hier wurde schon Mitte Januar gekauft. Wir sehen diese grünen Kerzen, und jetzt nochmal, als diese Kooperation mit PricewaterhouseCoopers zuletzt bekannt wurde, haben Großanleger offenbar verstärkt auch zugegriffen, und der Cardano-Kurs ist nochmal deutlich angezogen und hat zuvor schon ein, ja, Bullish Crossover geliefert im MA25, der diesen 100-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchschnitten hat. Also ein sehr bullisches Signal hier, und auch der Wochenchart sieht nun sehr stark aus. Also der kurzfristige laufende Durchschnitt scheint hier den MA25 auch von unten nach oben zu durchschneiden. Also ein ähnliches Signal, wie wir das im März gesehen haben, als der Cardano-Kurs deutlich gestiegen ist. Also charttechnisch sieht das Ganze jetzt schon sehr, sehr stark aus. Kurzfristig, denke ich, ist nochmal mit einer Konsolidierung zu rechnen, weil wir einfach im RSI momentan überkauft sind. Also ich kann nur immer wieder davor warnen, hier in diesen überkauften Bereich noch reinzukaufen. Wartet einfach eine Konsolidierung ab, die meiner Meinung nach kommen wird. Und dann dürfte sich aber der Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Ich erwarte jetzt nicht, dass Cardano nochmal unter diese 200-Tage-Linie zurückfällt, sondern ich rechne damit, dass wir tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen dieses Golden Cross sehen werden und dass sich der Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen wird. Wie wir gerade auf meinem Bildschirm gesehen haben, stehen die Ampeln fast alle auf grün. Also ich rechne zwar nochmal mit einer kurzen Konsolidierung, aber ich denke, dass sich der Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen dürfte bei Cardano. Aber nicht nur Cardano steht hier vor einem Trendwechsel, auch bei Ethereum bahnt sich jetzt ein Aufwärtstrend an. Und wie sich das Ganze gestaltet, schauen wir uns am kommenden Samstag im Krypto-Report an. Und wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, tragt euch einfach an unter crypto-report.de, dann seid ihr am kommenden Samstag dabei. Da schauen wir uns natürlich auch den Bitcoin näher an, der zuletzt ja die Marke von 9.000 US-Dollar überwunden hat. Wie gesagt, tragt euch einfach ein, dann seid ihr am kommenden Samstag mit dabei. Kommen wir zurück zu unserem Hauptthema. Also der Cardano oder ADA-Kurs müsste bis zum Jahr 2022 um 40.000% vom aktuellen Niveau steigen, damit er diese 20 Dollar erreicht. Und das ist natürlich in meinen Augen momentan aus der aktuellen Lage her relativ unrealistisch. Es ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, wie wir im Jahr 2017 ja gesehen haben, also FOMO, Fear of Missing Out, wenn zuschlägt und viele Anleger gleichzeitig in den Markt rein wollen, dann kann es passieren, dass die Kurse exorbitant nach oben schießen. Also im Jahr 2017 Ethereum plus 10.000%, Neo plus 50.000%, Ripple und XRP 30.000%. Also das Ganze war aber dann auch nicht nachhaltig, weil es hauptsächlich auf Spekulation basiert war, und das Ganze ist mehr oder weniger wieder in sich zusammengestürzt. Aber es tut sich einiges im Blockchain-Sektor. Vor allem auch Cardano hat nicht nur technische Entwicklungen zuletzt angestoßen, die vielversprechend waren, sondern man hat auch Partnerschaften mit wichtigen Unternehmen vorangebracht. Also nicht nur mit PricewaterhouseCoopers, sondern auch mit Dust Identity. Das ist etwas untergegangen zuletzt. Aber Dust Identity ist, denke ich, schon eine wichtige Firma. Das Unternehmen aus den USA, also eine US-Technologiefirma, arbeitet ja mit Lockheed Martin zusammen und auch mit dem deutschen Softwarehaus SAP.
Und dabei geht es um ja, Qualitätssicherung im Supply Management. Man hat hier eine Technologie entwickelt, um ja, physische Produkte zu kennzeichnen, eindeutig zu kennzeichnen. Und zwar geht es um eine Polymerschicht mit Nanodiamanten, also Millionen von Nanodiamanten, Kristallen eigentlich. Und wie sich das Ganze darstellt, das ist im Video zu sehen. Ich blende es euch mal kurz ein. Schaut euch dieses Video auf jeden Fall an. Es ist sehr interessant, ein, zwei Minuten lang, wie sich die Technologie da im Detail darstellt. Und es geht darum, dass man im Prinzip ein physisches Produkt so kennzeichnet, dass es nicht gefälscht werden kann. Also diese Polymerschicht kann im Endeffekt fast nicht zerstört werden und auch nicht kopiert werden, sodass es nicht möglich ist, dieses Verfahren sozusagen kopieren oder das Produkt hier zu kopieren. Und das ist sehr wichtig, um einfach Produktfälschungen zu verhindern. Und Cardano kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, Transaktionen zu verifizieren. Also wenn zum Beispiel ein Produkt wieder den Besitzer wechselt, dann kann man das Ganze auf der Blockchain festhalten. Und im Prinzip geht es darum, diesen gesamten Produktlebenszyklus eines Produkts zu verfolgen. Das Ganze wird dann verifizierbar und der Kunde kann dann nachschauen, habe ich jetzt ein Originalprodukt, wo kommt das Produkt her und so weiter. Und das kann dann dem Hersteller helfen, sich von diesen ganzen Produktfälschungen zu unterscheiden. Also die Luxusgüterindustrie und auch die Sportschuhhersteller leiden ja unter diesen Produktfälschungen. Der ganze Bereich richtet da Milliarden Schäden an durch Betrüger und so weiter. Und das soll künftig anders werden. Das möchte man zukünftig verhindern. Und der Kunde soll dann auch nachschauen können, habe ich jetzt ein Originalprodukt oder nicht. Und da soll eben diese Technologie von Dust Identity und auch die Cardano Blockchain helfen. Cardano hat ja in diesem Bereich bereits den Fuß drinnen. Man hat ja seit letztes Jahr eine Kooperation bzw. Partnerschaft mit New Balance, diesem Sportschuhhersteller. Und dabei geht es auch darum, dass man den Produktlebenszyklus von diesen Schuhen nachverfolgbar macht. Also die Kunden sollen dann nachschauen können, ob sie ein Originalprodukt haben oder nicht. Das Ganze wird dann über die Cardano-Blockchain verifiziert. Und das könnte meiner Meinung nach ein Hinweis darauf sein, in welche Richtung sich Cardano künftig bewegen wird. Kommen wir zum Fazit. Also ich denke, dass dieses Kursziel von 20 US-Dollar bis Ende 2022 übertrieben ist. Also man kann natürlich nichts ausschließen, aber ich denke, dass dieser Zeithorizont einfach zu kurz ist. Also Cardano steht hier noch vor gewaltigen Aufgaben. Man muss diese technischen Visionen, die man hat, natürlich dann auch in die Realität, in die Praxis umsetzen, das Ganze dann letztendlich auch liefern und dann hat Cardano tatsächlich eine Chance, um einfach Unternehmen auf seine Plattform zu holen. Es hilft ja nicht, wenn ein paar Privatanleger wie ich und du hier Adacoin staken und so weiter, sondern Cardano muss ja wirklich die Unternehmen überzeugen, also muss ja mit einem technisch hochwertigen Produkt und natürlich auch mit dem richtigen Produktmarketing aufwarten, um einfach Unternehmen auf seine Plattform zu ziehen. Und ich habe es schon einmal in einem Cardano-Video erwähnt, es hilft nicht, wenn ich einen super tollen Spielplatz habe und kein Kind auf der Welt möchte damit spielen, dann werde ich hier irgendwo untergehen und vom Markt verschwinden und ähnlich ist es da auch. Also die Konkurrenz ist groß, Ethereum bereitet hier auch Lösungen vor und Cardano muss hier auch im zeitlichen Rahmen bleiben, um diese technischen Visionen, die man hat, also technisch überzeugt mich die Plattform absolut, die Cardano hat, aber man muss das auch zeitlich dann letztendlich auch umsetzen, irgendwo in einem vernünftigen Rahmen und Unternehmen überzeugen. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr das Kursziel von 20 US-Dollar für den ADA Coin Ende 2022? Seid ihr da eher auf meiner Seite? Haltet ihr das für übertrieben oder glaubt ihr, dass das realistisch ist? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das Glöckchen drückt, dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn ein neues Video von mir erscheint.
Im nächsten Video geht es dann, wie versprochen, um Ethereum. Ich muss mich an dieser Stelle gleich entschuldigen, das Video sollte eigentlich heute kommen, aber wir haben aus aktuellem Anlass das Cardano-Video jetzt nochmal nach vorne gezogen. Aber am nächsten Dienstag gibt es dann das Thema Ethereum und diesen DeFi-Boom. Also einige Analysten glauben ja, dass Ethereum das erste Krypto-Projekt sein wird, das die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen wird. Das hört sich jetzt erst einmal sehr unrealistisch an, aber wie wir bereits an Unternehmen wie Apple oder auch Tesla gesehen haben, kann es sehr schnell nach oben gehen mit der Marktkapitalisierung. Und wie es damit konkret ausschaut, das schauen wir uns dann am Dienstag näher an. Und bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.